Ja, erzähl uns doch noch mal ein bisschen mehr zur DBT. Was genau ist sie? Was umfasst sie? Für wen oder was ist die Therapie gut geeignet? Ja, also wie vorhin kurz mal, also DBT steht ja für dialektisch-behaviorale Therapie. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche, aber ich glaube, sie heißt Marsha Linehan, die das nach Deutsch, also die das so. Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und tabuisiert wird. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So kannst du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Psychiatrie ist ein ganz schön unheimliches Wort, oder? Aber was genau ist eigentlich eine Psychiatrie? Warum gehen Menschen dahin? Freiwillig. In diesem Interview habe ich Jan, der Heilerziehungspfleger am ZI Mannheim ist, zu Gast. Das ZI ist eine psychiatrische Klinik. Und ich freue mich sehr, dass Jan mit uns ja eine Reise in seinen Arbeitsalltag macht und ganz, ganz viele eurer Fragen beantwortet. Viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen sehr besonderen Interviewgast bei mir, den Jan. Uns könnt ihr übrigens auch sehen, wenn ihr mögt. Also, das ist auch als Bild, genau, auch im Bild aufgenommen, als Video. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch einfach unten in die Shownotes klicken und dann zu YouTube rüber wechseln. Ihr dürft uns aber auch einfach weiter zuhören. Jan, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Total gerne. Jan ist, und das mache ich jetzt einfach mal in kurz, weil Jan kann das viel besser als ich, aber ich finde es immer kurz schön, ein kleines Intro zu geben. Jan ist Pfleger im Traumateam auf einer Station, die sich hauptsächlich mit PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung und Borderline beschäftigt. Und das im ZI, dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Wer von meinen HörerInnen aus Mannheim kommt oder der Umgebung, weiß sofort, ah ja, ZI. Für andere Menschen ist es so, hä, was, ZI? Ich sag's mal ganz platt, eine Psychiatrie. Ganz, ganz platt. Und jetzt mag ich dir einfach mal das Wort geben, Jan. Wer bist du? Was arbeitest du? Warum bist du hier? Was hast du mit dem Podcast zu tun? Ja, danke für die nette Ankündigung. Also genau, ich bin Jan, ich bin 29 aus Mannheim und bin vom Beruf her Heilerziehungspfleger und habe lang mit Menschen und Kindern mit Behinderung gearbeitet und bin dann irgendwann, haben mich psychiatrische Erkrankungen interessiert, ne, Krankheitsbilder und genau, arbeite jetzt seit 2,5 Jahren mit KlientInnen mit posttraumatischer Belastungsstörung und Borderline und ist eben ein sehr spannendes Themenfeld und ja, auch es gibt ganz viele Ansätze für Traumatherapien und deswegen bin ich so erstmal hierauf gestoßen und ja, ich glaube, man kann mit so einem Podcast, wenn man auch so ein bisschen erzählt, vielleicht auch manche Ängste oder manche Befürchtungen oder manche Stigmata irgendwie auch mit denen aufräumen, wenn man so ein paar Fragen vielleicht klärt oder so ein paar Sachen einfach mal erzählt, wie das so abläuft. Total. Und das finde ich ja so super cool, dass du einfach hier mal bist und aus deinem Arbeitsalltag erzählst. Ne, wir haben ja auch vorher schon ganz klar gesagt, ja, du bist vom ZI, aber du bist ja hier als Privatperson, als Jan, der du bist, als der Mensch, der seinen Job liebt und einfach mal erzählt.
Ja, genau. Also ich stehe zu 100% zu dem Konzept und zu so der Arbeit, die wir dort machen. Und deswegen kann ich das guten Gewissens auch von mir selbst aus einfach erzählen. So, ne? Also wie du es schon gesagt hast, einfach war mein eigenes Interesse, das mal so ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Beziehungsweise Total. Auch einfach vielleicht wirklich Ängste und Sorgen irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ja. Und ich finde, das ist auch wahrscheinlich der größte Benefit aus dieser Folge, einfach mal von jemandem, der wirklich dort arbeitet und erzählen kann, okay, so und so läuft es wirklich. Und das ist nicht wie im Film, wenn Psychiatrien in Horrorfilmen dargestellt werden, ja, sondern du arbeitest ja sogar auf der offenen Station. Ne? Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, ja, was eigentlich der Unterschied ist. Aber es ist, ja, finde ich einfach ganz, ganz schön, weil ganz oft hat man ja Angst vor dem Unbekannten. Und wenn man einmal mal gehört hat, wie es da aussieht, was da ist, oh ja, okay, der Jan scheint ein ganz cooler Typ zu sein, voll normaler Mensch, ne? Und keiner, der irgendwie Menschen gerne quält, dann nimmt das ja ganz viel. Ja, genau. Die Sorge, die sollte ganz schnell verfliegen, weil so ist es tatsächlich nicht. Wie ist es denn? Magst du uns einfach mal mitnehmen in deinen Arbeitsalltag? Wie sieht das aus bei dir? Ja, also unsere Station ist ein bisschen, ist in Deutschland, meine ich, sogar die größte für das Konzept, das wir fahren. Also wir arbeiten mit DBT, also mit der dialektisch-behavioralen Therapie. Das ist eine verhaltenstherapeutische Form der Therapie und da geht es eben ganz viel um alltagsnahe Dinge. Also es ist im Prinzip eine sehr alltagsnahe Therapie, wo sehr, sehr schnell darauf abzielt, die Sachen, die man bei uns lernen kann, in unseren 12 Wochen, also es sind so, man bucht sozusagen ein 12 Wochen Therapieprogramm bei uns und es zielt daraufhin ab, so schnell wie möglich die Sachen, die man bei uns lernt, eben in seinem gewohnten Umfeld zu üben und dort auszuprobieren, ob die eben wirklich helfen, weil man merkt schnell, dass es nichts bringt, wenn man alles in der Klinik kann. Also ne, in Raum 130 kann ich super über alles sprechen und kann auch super Emotionen oder Gefühle so ein bisschen runterregulieren. Aber wenn ich auf die Straße gehe, dann funktioniert gar nichts mehr. Und nach 12 Wochen ist unsere Therapie eben so fertig. Ne? Das Konzept ist so, dass es 12 Wochen geht. Man kann nach einer gewissen Zeit nochmal kommen und es nochmal auffrischen oder nochmal eine Therapie machen, je nachdem. Manche haben ja auch multiple Traumatisierungen erlebt und man kann in 12 Wochen natürlich nicht, manchmal kann man nicht mal ein Traumata komplett aufarbeiten, ne, oder bearbeiten. Und aber im Prinzip, ja, kommt man 12 Wochen zu uns. Es gibt eine ziemlich lange Warteliste, weil das eben Konzept ist für 16- bis 24-Jährige, also für den Adoleszentenbereich, was es in Deutschland auch gar nicht so oft gibt mit der DBT. Und dann eben noch so eine große Station mit Vollbelegung, glaube ich, 26 Patienten. Mhm. Genau. Und wenn du sagst 12 Wochen, ist es dann so, dass quasi immer alle auf einen Schlag kommen? Oder ist es dann bei euch einfach so, man kommt, wann ein Platz frei ist, dass die Gruppe quasi organisch wächst und kleiner wird? Also ja, kleiner ja nicht, aber... Ja, letzteres. Also es ist nicht so, dass alle, dass am 1.8. Stichtag ist und dann kommt eine neue Gruppe. Das wäre vielleicht einfacher, weil man dann eher die Gruppendynamik kontrollieren könnte. Gleichzeitig hätte man vielleicht auch das Problem, dass eben die Leute, die jetzt 12 Wochen sowieso da sind, nicht miteinander klarkommen. Also wir haben einfach einen stetigen Wechsel. Also bei uns jede Woche im Prinzip so im Schnitt 2 bis 3 Aufnahmen und Entlassungen. Natürlich bleibt auch jeder 12 Wochen. Ne? Manche merken, das Konzept ist nichts für mich oder die sind vielleicht auch noch nicht so weit. Oder manche, für manche sind die Rahmenbedingungen einfach noch nicht geeignet, ne? Und dann wird beidseitig vielleicht eine Therapie erstmal pausiert, um eben nochmal ambulant nochmal an verschiedenen Verhaltensweisen zu arbeiten, um dann eben da es eine offene Station ist, um diese Rahmenbedingungen eben auch erfüllen zu können. Ne? Wir haben schon auch Regeln, logischerweise, auf einer Station und in einer offenen Station ist es halt schon wichtig, dass der Patient ich will jetzt nicht sagen, ein gewisses Level hat, aber zumindest gut vorbereitet ist auf das, was auf ihn dazukommt. Ne? Weil sonst würde es schwer werden, das zu überblicken, was auf der Station passiert. Ja. Du hast ja, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht im Vorfeld und du hattest erzählt, dass das quasi, auch wenn du es so jetzt nicht gesagt hast, ich sage es jetzt einfach mal, dass das Konzept bei euch eher was für in Anführungsstrichen Fortgeschrittenere ist. Also für Menschen, die schon ein bisschen länger sich mit dem, ne, ein bisschen stabiler sind und sich schon länger mit ihrem Trauma, mit den Themen beschäftigen.
Woran würdest du das festmachen? Woran merke ich, dass so ein Konzept für mich schon geeignet ist? Also das im Prinzip kann es auch für jemanden geeignet sein, der noch keine Berührungspunkte so wirklich hatte. Meistens läuft es ja über eine Empfehlung oder über eine Überweisung sozusagen von einem ambulanten Therapeuten, den die unsere PatientInnen schon haben. Und da sollte gut vorbesprochen werden, ne? Einfach was das hier für ein Konzept ist und was das bedeutet in einer offenen Station für 12 Wochen und so. Wir haben aber auch so Aufnahmeverfahren, ne, wo eine Diagnostik gemacht wird. Also da wird schon vorher geschaut, passt derjenige und ist es geeignet. Also im Prinzip kann man auch einfach mal schauen. Es gibt natürlich auch so Möglichkeiten, sich die Station mal anzuschauen, mit jemandem zu sprechen. Und dann wird eben sowieso eine Diagnostik gemacht. Und dann wird geschaut, ob die Aufnahmekriterien sozusagen erfüllt sind, also ob das einfach passt. Also da geht es in den meisten Fällen, ich weiß es nicht ganz genau, und muss ich auch klar sagen, mit den Aufnahmeverfahren habe ich nicht so viel zu tun. Aber im Prinzip läuft es meistens so, dass man mit seinem ambulanten Therapeuten, den die meisten eben schon haben, schaut, was könnte mir helfen, was könnte passen. Ne? Mhm. Ja. Und was, also. Wenn wir jetzt mal so durch den Alltag durchgehen würden, wenn wir jetzt mal die Brille von einer neuen Klientin, Patientin, ich weiß nicht, wie nennt ihr sie bei euch? Klientin oder Patientin? Wir sagen Patientin. Okay, ganz klassisch Klinik. Ja, also, ja. Wie sähe sowas aus, wenn jemand aufgenommen werden würde, wenn ich jetzt quasi neu zu euch komme? Was erwartet mich da? Gibt es einen Stundenplan? Gibt es Gruppentherapie? Gibt es Einzeltherapie? Was bedeutet offene Station? Was ist der Unterschied zu einer geschlossenen? So, nimm mich mal mit. Also erstmal würdest du herzlich begrüßt werden. Oh, schön. Und dir würde wahrscheinlich erstmal ein Glas Wasser angeboten werden. Aktuell würde dir auch eine FFP2-Maske angeboten werden. Aber das liegt an der aktuellen Situation. Ne? Also im Moment gibt es coronamäßig ein paar Dinge, die man am Anfang machen muss. Die mal ausgeblendet, ne? Die muss man ja irgendwie überall machen. Gibt es dann ein Aufnahmegespräch? Am Aufnahmetag ist es so, dass man einfach ein paar Gespräche hat. Ich war noch in keiner anderen Klinik, deswegen kann ich auch das nur so bei uns beschreiben, aber ich denke, das ist überall so, dass man erstmal die Leute müssen ja erstmal wissen, wer sitzt da jetzt vor mir. Wir von der Pflege, für uns ist es natürlich ganz arg wichtig, was sind mögliche Schwierigkeiten, die vielleicht schon am ersten Tag auftreten können, dass wir uns eben darauf vorbereiten können. Wir fragen die Personen dann einfach so, das sind so standardisierte Fragen, ein paar auch einfach je nach Gefühl, ne, einfach. Wenn die Person vor mir sitzt, dann vielleicht findet man schon gemeinsame Interessen irgendwie, dass man so den Start erleichtern kann. Und ansonsten gibt es natürlich so einen kleinen Fragenkatalog, den man so abarbeitet, wo es halt viel um die Diagnose, die somatischen Beschwerden geht und wo derjenige herkommt, wo derjenige lebt. Einfach so ein kurzer Rundumschlag, dass man, wenn man den ersten Tag, oft ist es fällt es den neuen Patienten schwer, sich zu öffnen, ist gerade am Anfang, ne, dann ist es für uns einfach wichtig, so einen groben Einblick zu haben, wer jetzt da ist, ne, dass man das weiß, auch einfach, um vielleicht den Abend und Risiken vorbeugen zu können. Dann gibt es ein Aufnahmegespräch mit dem Einzeltherapeuten, der dann auch die Therapie begleiten wird, ein Gespräch mit dem Oberarzt oder Oberärztin und eine körperliche Untersuchung vom Arzt, eine kurze. Also da geht es einfach nur um, also wir nehmen am Anfang sowieso einmal Vitalzeichen, Größe und sowas. Das brauchen wir alles für unser System, dass man einfach auch im Verlauf sehen kann, gibt es da Auffälligkeiten oder so. Und genau, bei uns läuft es so, dass wir arbeiten mit einem Patenprinzip. Das heißt, jemand, der schon da ist, eine Patient oder Patientin, die schon da ist, kümmert sich dann die erste Woche. Ist es vor allem so gedacht, dass man einfach mitgenommen wird von einem Mitpatienten dann über die Station, ne, die Sachen gezeigt bekommt. Das ist nochmal ganz anders, als wenn wir das machen würden. Die Leute kennen unter sich ja eher auch die Schlupflöcher, was kriegen die PEDs nicht mit, wo gehst du hin, wenn du rauchen willst und so. Also, ne, also so Sachen machen dann so Paten, das finde ich auch irgendwie angenehmer, als wenn das dann direkt irgendwie jemand, der gefühlt über mir steht am Anfang, ne, der hier so ein Schild anhat, mich dann darum führt, dann ist das schon angenehmer und man hat vielleicht schon den ersten Schritt in die Patientengruppe getan, was ja auch für viele eine ganz große Hürde ist. Ja. Genau. Ja, so ist das Ankommen würde so laufen, genau. Und am ersten Tag hat man noch keine Therapien.
nur am Abend. Wir arbeiten mit so einer Tagebuchkarte, das ist in der DBT ganz oft, wo man am Abend einfach so bestimmte Werte erfragt, die einfach wichtig sind zu wissen und eben nochmal die Möglichkeit hat, den Tag so ein bisschen zu reflektieren, falls man von dem Patient oder der Patientin noch nicht so viel mitbekommen hat an dem Tag, dass man einfach so ein bisschen weiß, was ging da heute ab. Genau, das passiert am ersten Tag. Aber das war es dann auch. Ja, oh, weil das reicht. Klingt schon viel. Ja, ja, genau. Also das tut auch uns immer leid, wenn man merkt, oh Gott, jetzt müssen wir da noch ein Gespräch schnell machen irgendwie. Aber wir versuchen es dann schon auch, Pausen einzubauen und das irgendwie so angenehm wie möglich zu gestalten. Ne? Das auf jeden Fall. Ja. Und wie geht es dann weiter? Also was bedeutet für mich zum Beispiel, wenn ich auf einer offenen als in einer geschlossenen bin? Ja. Bedeutet prinzipiell, dass die Türen offen sind und dass man rein und rausgehen kann, wann und wie oft man möchte. Ja, also wir haben am Abend, also die Tür nach außen hin ist immer offen, das heißt, man kommt immer raus. Ne? Es gibt schon Zeiten, wo man dann auf Station sein soll. Das ist bei uns ab 21.45 Uhr so, soll man auf Station sein. Aber ansonsten ist der Unterschied zu einer geschlossenen einfach die Kontrolle. Das Problem ist, ich habe noch nicht wirklich auf einer geschlossenen gearbeitet, nur mal ausgeholfen. Im Prinzip fühlt sich's lockerer an. Also es fühlt sich einfach freier und lockerer an und man hat gleichzeitig auch mehr Verantwortung. Das ist das, was ich gemeint habe, wo man sich bewusst sein muss. Ne? Man kann rein und raus gehen. In der Borderline-Therapie oder Menschen, die eine Borderline-Störung haben, da ist es oft so, dass sie verschiedene Verhaltensweisen eben haben, die auch schwierig sind, wie zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten oder so. Und das kann man halt auf einer geschlossenen, wird es extrem kontrolliert. Ne? Da wird alles kontrolliert. Manchmal werden auch Handys abgenommen und es gibt so Handyzeiten und sowas. Das ist bei uns alles nicht. Das ist alles frei. Das heißt, dementsprechend meinte ich auch, muss derjenige schon so ein bisschen darauf vorbereitet sein, dass er da auch selbst viel Verantwortung trägt. Für sein eigenes Handeln und auch für die Mitpatienten. Ja, weil wenn man eben schwierige Gegenstände zum Beispiel mit auf Station hat, dann gefährdet man dadurch nicht nur sich, sondern auch andere. Und ja, das ist eben dem man sich vorher bewusst sein sollte. Ja, passt auch zu dem, was ich so gehört habe, sage ich mal. Also ich habe ja jetzt auch 10 Jahre in der Mannheimer Heidelberger Gegend gewohnt, ja. Und da kennt man ja auch den einen oder anderen Menschen, die bei euch dann mal auf Station war. Ja. Und genau, das, ich fand, also für mich so als Außenstehende hat sich das ein bisschen angefühlt wie 3 Monate eine Art betreutes Wohnen. Ne? Also man wohnt nicht zu Hause, sondern hat eben ein Zimmer bei euch. Oder das sind immer 2er, ne? Man ist immer zu zweit auf Zimmer bei euch? Zu zweit oder zu dritt mit also 2 stationäre, 1 teilstationäre. Also es gibt die Möglichkeit, stationär in Therapie zu gehen oder teilstationär. Mhm. Wir haben ganz viele, die von weit weg kommen, deswegen eben auch das stationäre Setting. Bedeutet aber trotzdem, dass am Wochenende es ganz wichtig ist, in Belastungserprobungen zu gehen, das heißt nach Hause zu gehen in sein gewohntes Umfeld eben zu gehen, um dort eben die Strategien, die man bei uns gelernt hat, anwenden zu können und üben zu können, genau. Mhm. Und das im Prinzip gewünscht, die DBT ist eigentlich, am besten ist es, wenn man teilstationär ist, wenn man das schafft und wenn man das kann. Ne, ist auch bei einer Traumatherapie nochmal, finde ich, nochmal ein Stück schwieriger, weil man da eben oft sehr, sehr belastet ist, wenn man gerade in Expositionsphasen ist, wo man sich wirklich intensiv mit der traumatischen Situation beschäftigt, dann tut vielen dieses stationäre Setting gut, weil man eben weiß, man ist 24/7, sitzt vorne jemand und im Notfall ist da jemand da. Genau, aber im Prinzip ist die DBT zielt sehr darauf hin, in dieses Teilstationäre überzugehen irgendwann oder eben dann ambulant nach den 12 Wochen ambulant weiterzumachen, dass man eben viel, viel Zeit hat, das zu üben in der, ich sag jetzt mal, in der großen, weiten Welt, ne? Weil da braucht man es letztendlich. Genau. Und das heißt, also ich stelle mir vor, ich stehe morgens auf und morgens gibt es auch schon Programm bei euch oder sind die morgens normal irgendwie Schule, Studium oder ist das individuell, was die gerade haben? Ja, weil du eben gesagt hast, so ein bisschen wie betreutes Wohnen. Ja, also es ist, ich weiß, was du damit meinst, ne? Es ist nicht dieses jetzt in Anführungsstrichen Gefängnisartige, wie auf einer geschlossenen, wo man eingeschlossen wird oder sowas. Das ist es nicht, aber es ist ein krasses Programm. Also es ist schon
wie ein Fulltime-Job, wenn man bei uns ist, ne? Also okay. Man hat die erste Therapie, beziehungsweise das erste, was morgens ist, ist das Frühstück. Und das ist halt um 7.30 Uhr. Oh. Also 7.30 Uhr bis 8 ist so das Frühstück. Und danach geht es meistens mit sowas, also ich kann jetzt mal so ein Pauschaltag, ja, wie er aussehen voll könnte. Gerne. Mhm. Dann hat man zwischen 8 und 9 mal hat man nichts, also kann dann vielleicht nochmal duschen oder sich nochmal fertig machen, irgendwie nochmal in den Tag irgendwie ankommen. Hat dann von 9 bis 10 zum Beispiel Ergotherapie. Das ist bei uns, also Projektwerkstatt heißt es bei uns. Das ist relativ viel freies Gestalten, auch mit anderen. Also das ist auch ist eine Gruppentherapie, die Ergo, aber das ist sehr offen. Mögen viele Patienten sehr, weil viele bei uns sehr kreativ sind und können sich da eben auch so ein bisschen ausleben. Dann ist es 10, dann hat man vielleicht eine Stunde nix oder so oder eine halbe Stunde oder Stunde hat man nix oder man hat vielleicht auch 2 Stunden nix, würde ich jetzt mal sagen. Dann ist Mittagessen um Viertel nach, von 11.45 Uhr bis Viertel nach 12. Danach sind aber knappe Zeiten bei euch mit dem Essen. Ja, so eine halbe Stunde ungefähr, weil wir das dann halt, wir kriegen das geliefert und müssen das dann wieder zurückbringen. Das heißt aber nicht, dass man sich vorher nicht noch was nehmen kann und dann in Ruhe essen kann. Okay. Nur bis dahin muss man sich was genommen haben und einmal da gewesen sein, weil diese Zeiten sind schon so gedacht, dass man in der Gruppe ist. Das ist schon auch so eine, also wir haben auch viele, die so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Essen haben, ne? Anorektische Vergangenheit vielleicht haben oder Anorexie auch als noch Diagnose haben und gerade auch dafür, wir behandeln diese Diagnose nicht bei uns, aber es gehört natürlich irgendwie dazu und man braucht auch einen gewissen Standard, um bei uns auch die Therapie durchzuhalten, ne? So labilisierende Bedingungen nennen wir das bei uns, wenn man wenig schläft, wenig isst, wenig trinkt, dann ist man nicht unbedingt ready für die Traumatherapie, weil man dann eben dazu neigt, viel zu dissoziieren oder viel irgendwie ja, es wird einfach noch viel schwieriger. Und deswegen ist es so wichtig, dass man bei allen Mahlzeiten da ist und auch versucht, was zu sich zu nehmen. Genau, dann sind wir beim Mittagessen. Danach könnte zum Beispiel ein Einzel sein. Also die Patienten haben bei uns 2 Stunden die Woche Einzel und eine Stunde die Woche Bezugspflege. Das ist jemand von uns, also ich zum Beispiel, habe 3 PatientInnen, die ich dann einmal die Woche eine Stunde jeweils sehe und eben auch Therapie mache mit denen. Ich begleite die Einzel-, also ich arbeite eng mit den Einzeltherapeuten zusammen und ja, wir begleiten gemeinsam als Team sozusagen, der Einzeltherapeut, ich und die Patientin, wir gestalten gemeinsam die Therapie. Mhm. Und genau, dann könnte also eine Stunde Einzel sein. Dann hat man vielleicht mittags nochmal 2 Stunden Pause, dann hat man meistens um 16 Uhr noch irgendwas, zum Beispiel da ist manchmal Sport oder da ist eine Skills-Gruppe, das ist eigentlich das Wichtigste bei uns, so die Skills-Gruppen. Was da ist lernt das? Man eben, das weißt du bestimmt. Also die Skills-Gruppen, da ist eine Gruppentherapie, wo eben das A und O von DBT sind eben Skills, das bedeutet, die Patienten kommen oft mit dysfunktionalen Verhaltensweisen, um eben aus verschiedenen Kreisläufen auszubrechen, um aus intensivsten Gefühlen auszubrechen, versucht man irgendwie dieses Gefühl zu beenden und es funktioniert oft mit irgendeinem Problemverhalten, so nennen wir das. Das kann als Beispiel Alkohol, Drogen, kann aber auch Selbstverletzungen sein, so in die Richtung eben Dinge, die man macht, die wir als dysfunktionale Verhaltensweisen bezeichnen, die einfach langfristig nicht sinnvoll sind und langfristig schädlich sind für den eigenen Körper und für die Person. Und die DBT versucht eben mit Skills funktionale Verhaltensweisen sozusagen aufzuzeigen, wie man diese Gefühle oder diese intensiven die intensiven Gefühle einfach auch in den Griff kriegen kann. Also wie man das handeln kann und schaffen kann, damit umzugehen, ohne in dysfunktionales Verhalten zu rutschen. Das heißt, die Skills sind langfristig nicht schädlich. Das sind, und Skills sind im Prinzip alle Verhaltensweisen, die man machen kann, die langfristig nicht schädlich sind. Das geht von einem Spaziergang über eine heiß-kalte Dusche, über Steine in den Schuhen, Treppen laufen. Also der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und wir haben, die Patienten kommen oft schon mit Ideen und haben vielleicht oft schon, wenn sie so erzählen, was sie so machen, wenn sie sich zum Beispiel, wenn sie kein Problemverhalten nutzen, ne? Also jeder hat, die meisten haben es auch schon mal geschafft, irgendwie kein Problemverhalten zu machen. Und dann kann man so, wenn man mit im Gespräch, findet man oft schon Skills, die schon genutzt werden. Aber wir haben eben noch ein riesen Know-how und ein riesen Sammelsurium an verschiedenen Ideen. Und so soll dann jeder Patient, jede Patientin soll für sich
seine eigene Skills-Kette, seinen eigenen Notfallkoffer am Ende mit rausnehmen, mit den Skills, die wirklich helfen, schwierige Situationen zu überwinden. Und dafür sind die Skills-Gruppen da, um dieses Theoretische zu teachen. Okay. Am Anfang ist man in so einer Skills-Einsteiger-Gruppe, die ersten 3 Wochen, wo man die Basics lernt, und danach kommt man in eine Skills-Advanced-Gruppe, in der es dann wirklich intensiv um einzelne Gefühle geht, die man sich dann vornimmt, guckt, was macht das Gefühl, wie zeigt sich das Gefühl, wie kriege ich das Gefühl in den Griff, wie kann ich es abschwächen, und dann kann jeder individuell für sich schauen, wie mache ich das eigentlich oder was hilft mir am besten, wenn ich das Gefühl Trauer zum Beispiel extrem stark habe. Mhm. Ja, und dafür sind die Skills-Gruppen. Kannst du da mal ein Beispiel bringen? Einfach so was Klassisches, was dir gerade einfällt beim Thema Trauma, dass diejenigen, die uns zuhören, da einfach noch ein bisschen mehr Vorstellungskraft dazu bekommen. Meinst du zu einem bestimmten Gefühl beispielsweise? Genau, Gefühl. Wie man das machen würde. Und dann zum Skill hin. Ja, okay. Genau. Ja, also im Prinzip bei, ich arbeite ja im Traumateam und arbeite da auch intensiv mit den Patientinnen, und da beispielsweise das Gefühl Angst ist natürlich eins, was oft sehr präsent ist. Man schaut sich eben dann das Gefühl an, das Gefühl ist Angst, also wir arbeiten mit einem emotionalen Netz, das bedeutet, wir gliedern das Gefühl auf so 4 Ebenen. Das wird einmal die Gedanken, die Körperreaktion, die Wahrnehmung und den Handlungsimpuls. Und wichtig ist, man muss sich erstmal bewusst machen, was passiert, wenn ich das Gefühl habe, weil nur was ich mir bewusst mache, kann ich letztendlich auch verändern. Vielleicht kann ich es akzeptieren, vielleicht kann ich es aber auch verändern und dann abschwächen. Das heißt, ich schaue mir erstmal an, was sind meine Gedanken. Beispielsweise oft sind dann so Grundannahmen oder Monstergedanken da, wie ich werd mein Leben nie in den Griff kriegen oder so wie ich bin ich nicht gut genug, beispielsweise als Gedanken, die mit dem Gefühl so einhergehen. Körperreaktionen sind bei Angst oft Zittern, eher eine introvertierte Körperhaltung, eher auf den Boden, der Blick eher gesenkt, die Beine eher ein bisschen verkrampft oder überschlagen, die Hände angespannt, eine Faust geballt, so in die Richtung. Die Wahrnehmung ist häufig dann auf dem Angstauslöser, also man guckt. Also als Beispiel, wenn ich habe beispielsweise Angst vor Spinnen, und wenn ich jetzt hier über mir jetzt gerade eine Spinne wäre, dann wäre es schwierig, meine Wahrnehmung wäre wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie auf dieser Spinne. Und dadurch, und meine Angst wird dann nicht unbedingt weniger werden. Ich habe tatsächlich gesehen, da ist eine. Aber ich kann das aushalten. Genau, die Wahrnehmung ist dann meistens auf diesem Angstauslöser eben, ne? Auf dem, was die Angst ausmacht. Und der Handlungsimpuls ist unterschiedlich, ne? Könnte bei mir jetzt zum Beispiel sein, dass ich anfange leise zu sprechen, dass ich vielleicht leise spreche, dass ich eher aufhöre zu sprechen, dass ich vielleicht einen Fluchtimpuls bekomme und denke, ich muss jetzt hier weg, ich halte es jetzt gerade nicht aus. Ja, das sind so die 4 Ebenen, und dann schaut man sich die einzelnen Sachen an. Was davon ist denn angemessen? Also was passt zu dem Gefühl und was passt vielleicht nicht? Was sind Sachen, die ich vielleicht verändern möchte, die ich so nicht, so Gedanken zum Beispiel, die ich so nicht haben möchte, oder Körperreaktionen, die ich verändern könnte, um vielleicht das Gefühl ein Stück weit abzuschwächen? Das ist am einfachsten beispielhaft bei den Körperreaktionen vielleicht deutlich zu machen, wenn ich eben die Haltung habe, meinen Blick zu senken, dann versucht man eben den Blick zu erheben, versucht vielleicht sich auf Augenhöhe irgendwie an der Wand Bilder anzuschauen oder sein Handy auf Augenhöhe zu halten und sich irgendwie schöne Nachricht von einer Freundin nochmal anzuschauen oder Urlaubsbilder oder so. Man versucht die Körperhaltung eben entgegengesetzt zu handeln, so nennt man das bei uns, genau. Die Wahrnehmung wäre dann, man versucht eben weg von diesem Angstauslöser zu kommen und hin zu irgendwas Positivem, was einem Kraft oder Halt gibt in dem Moment. Ja, das ist im Prinzip ziemlich groß, wenn wir das jetzt auch mit den Gedanken und so machen würden, aber sowas würde man dann in der Gruppe, macht man sowas im Groben, und wenn Angst zum Beispiel ein Gefühl ist, das mich als Patient jetzt sehr beeinflussen würde, dann würde ich das mit in die Einzeltherapie oder in die Bezugspflege nehmen und eben schauen, was war letztens eine Situation, die mir richtig Angst gemacht hat, und was habe ich gemacht und was hätte ich vielleicht noch machen können, um das irgendwie das nächste Mal besser in den Griff zu kriegen. Und so versucht man dann Stück für Stück durch die Therapie durch, sich für jedes Gefühl, das bei einem so vorherrscht, irgendwie sein eigenes Bild zu machen, wie man da rauskommt. Ja, ich merke, das ist ziemlich schwierig zu erklären, wenn man das so versucht, ein bisschen runterzubrechen, aber... Ich finde, du erklärst das super. Okay, ja, danke. Also, genau,
so in der Art. Und dann Skills sind eben so unterstützend dafür. Also wir haben in der DBT ist es so, dass man so eine Art Stressbereich hat. Es gibt so eine Kurve, die ist von 0 bis 100%. Bei 0 bis 30% ist man in der niedrigen Anspannung, bei 30 bis 70% ist man in der mittleren Anspannung und 70 bis 100% ist man in der Hochanspannung, also im Hochstress. Und für diesen Bereich sind eben so Skills wie heiß-kalte Dusche, mit Steinen im Schuh rumlaufen, vielleicht sich durch einen Phenalgonverband oder so, das ist so eine Wärmesalbe, sich einen Schmerzreiz am Arm zu setzen, um eben erstmal raus aus diesem Hochstress zu kommen. Weil in diesem Hochstressbereich kann man nicht mehr klar denken. Da könnte man nicht so ein emotionales Netz machen. Also da könnte man nicht gucken, oh, ist das jetzt sinnvoll oder nett, sondern da will man handeln. Und da ist es wichtig, dass man dem Handlungsimpuls, den man hat, im ersten Moment sind es meistens irgendein Problemverhalten, um das Gefühl schnell zu beenden, dass man diesem Handlungsimpuls standhält. Und da helfen die Skills einem, diese Hochstress-Skills, die schenken einem nämlich Zeit. Dadurch, dass ich mich mit irgendwas beschäftige, beispielsweise power ich mich beim Treppenlaufen mit Steinen im Schuh aus, das gibt mir erstmal wertvolle Zeit und so lange habe ich diesen Impuls im Griff gehabt, den ich vielleicht hatte im ersten Moment, dass ich mich vielleicht irgendwie selbst verletzen muss oder so, um das Gefühl zu beenden. Und wenn man dann wieder aus diesem Hochstressbereich raus ist, da fängt eigentlich dann die richtige DBT an. Da versucht man dann einfach, diesen Umgang mit der Situation und mit dem Gefühl zu lernen. Also man schaut, was passiert eigentlich gerade mit mir und wie kriege ich das jetzt in den Griff? Wow. Super schön, super bildlich. Danke dir für die Beispiele. Ja, gerne. Genau, wir waren beim Klinikalltag. Genau, wir waren bei 16 Uhr. Da war, wir hatten Frühstück morgens, dann hatten wir Ergotherapie, dann hatten wir ein bisschen Pause, hatten Mittagessen, dann hatten wir eine Einzeltherapie, hatten nochmal ein bisschen Pause, dann hatten wir 16 Uhr. Dann könnte zum Beispiel, wir haben einmal die Woche ist Sport, vielleicht ist es genau der Tag, wo Sport ist, das ist sehr runtergebrochen. Es ist, man muss sich da überhaupt nicht auspowern oder so, aber es geht einfach darum, ein bisschen sich zu bewegen. Vielleicht manchmal sind es auch so eher rhythmische Spiele oder so, dass man eben versucht, den Körper irgendwie in Bewegung zu bringen. Ne? Einfach könnten wir jetzt sagen, da ist noch Sport an dem Tag und dann gibt es die Abendrunde, wo alle Patienten zusammenkommen von einem Team, wo man eben so auch nochmal kurz über den Tag spricht. Da ist dann einer von uns dabei vom PED und die Patienten können dann zum Beispiel, wenn es irgendwas, man sagt dann immer, gibt es was von Patient an Patient, gibt es was von Patient ans Team oder umgekehrt, also einfach so eine kurze Runde für allgemeinen Austausch, allgemeine Informationen und danach wird die Tagebuchkarte besprochen. Dann ist es 17:30 Uhr, dann gibt es noch das Abendessen und dann hat man es geschafft. Also 7:30 Uhr geht es los, 18:45 Uhr ist fertig. Okay. Ist offiziell. Und dann kann man rechnen zwischen 3 und 5 Terminen am Tag, würde ich jetzt einfach pauschal sagen, ohne die Mahlzeiten. Also ne, die Mahlzeiten plus 3 Termine ist so ein normaler Tag. Okay, das heißt, eure PatientInnen sind schon quasi eigentlich in Vollzeit bei euch und haben dann aber die Möglichkeit danach, dann quasi Feierabend zu machen, mit FreundInnen abzuhängen und rauszugehen. Genau, müssen oder aber auch dann gemeinsam. Eben, genau, oder auch gemeinsam und müssen dann aber abends wieder zurück sein. Genau, man kann, bei uns gibt es auch so, man kann Anträge stellen ans Team sozusagen, ne, dass man sagt, hey, ich würde da gern länger weg oder ich würde da gern mit jemand anderem Abendessen gehen und deswegen nicht an der und der Therapie teilnehmen und so. Und das wird dann immer, wir haben jeden Morgen von unserem PED mit den Therapeuten und den Oberärzten zusammen so eine Übergabe morgens und da werden so Anträge dann besprochen und wenn das einfach passt und irgendwie keine Gegenstimme hat oder so, dann wird es eigentlich auch in der Regel sowas wie Essen gehen oder so, wird sowieso eigentlich immer genehmigt. Wird dann einfach geschaut, was für Therapien man verpassen würde, ob man das irgendwie die Woche noch nachholen kann. Und dann wird auch geschaut, dass man eigentlich allen Wünschen irgendwie nachgehen kann. Also das ist jetzt, es ist nicht so streng, dass man jetzt, oh Gott, du darfst jetzt da nichts verpassen oder so. Ne? Das ist auf keinen Fall so. Also man muss nicht hinkommen und sagen, okay, ich bin voll strukturiert, ich schaffe das jetzt, sondern es ist eher so, dass die meisten unstrukturiert herkommen oder nicht irgendwie in den letzten Monaten keine richtige Struktur in ihrem Leben hatten und da wird dann natürlich Rücksicht drauf genommen. Dafür ist eben dieses Gespräch am ersten Tag ganz arg wichtig, dass man eben weiß, wer sitzt da vor einem, was hat der vielleicht für Vorkenntnisse, wie waren die letzten 2, 3 Wochen für denjenigen und wie viel Zeit planen wir jetzt mal ein, um dem hier dieses Ankommen irgendwie zu ermöglichen. Ne? Und eben auch die strukturellen Bedingungen irgendwie nahe zu bringen. Ja.
Und da haben wir so ein System, das ist so ein Joker- und Punktesystem, wo man eben schaut, wenn man was verpasst, logischerweise gibt es schon eine Art Konsequenz. Ne? Man hat am Anfang so ein paar Joker, wo man einfach, jeder verdödelt mal was. Ne? Die hat man die ganze Therapie, wenn man nicht zu viel verpasst. Und dann gibt es eben so eine Art Punktesystem, wo man irgendwann an einer gewissen Stelle, werden dann so mit Verhaltensanalysen gearbeitet, wo man einfach schaut, was ist denn da los eigentlich? Also das ist so ein, im Prinzip ist es ein Arbeitsblatt, wo verschiedene Fragen draufstehen, ne? Wo man einfach dann gemeinsam mit dem Bezugspfleger oder dem Therapeuten analysiert, was ist eigentlich da gerade passiert und wieso verpenne ich die ganze Zeit, wieso verpasse ich es, liegt es vielleicht an meiner Struktur, liegt es vielleicht an anderen Dingen, habe ich vielleicht Angst vor den Personen, habe ich soziale Phobien, woran liegt es eigentlich, ne? Also dass man, da wird ganz viel gearbeitet, um herauszufinden, was eigentlich los ist. Weil das auch wiederum Gefühlsarbeit ist meistens. Ne? Meistens hängt es mit irgendwas zusammen, was vielleicht am Vorabend war. Und ja, es ist extrem, wenn ich drüber rede, es ist so extrem spannend. Also es ist so viel, was man eigentlich macht. Deswegen mag ich diese DBT auch so, weil im Prinzip, klar sind es Arbeitsblätter und klar ist es auch Theorie und so, aber wenn man das dann mitkriegt, ist es ich für mich als Mensch im Moment noch ohne Diagnose konnte da selbst, als ich das gelernt habe, so viel mitnehmen. Also ich habe da ganz viel für mich selbst gelernt. Und dann, denke ich, merkt man, dass es ein Konzept ist, was echt anschlagen kann. Ja, erzähl uns doch noch mal ein bisschen mehr zur DBT. Was genau ist sie? Was umfasst sie? Für wen oder was ist die Therapie gut geeignet? Ja, also wie vorhin kurz mal, also DBT steht ja für dialektisch-behaviorale Therapie. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche, aber ich glaube, sie heißt Marsha Linehan, die das so erfunden hat sozusagen. Und bei uns ist der Herr Bohus im Haus, das ist so einer der obersten Chefs, und der hat es so mit nach Deutschland auch gebracht, die DBT. Und es ist... Wenn man die Definition eingibt, geht es einfach wirklich darum, wenn man das versucht zu erklären, dass man diese funktionalen Verhaltensweisen lernen kann. Also dass man einfach diese Skills für sich entdecken kann und dann im Nachgang den Umgang mit den Gefühlen lernt. Also im Prinzip ist es für jeden geeignet, der irgendwie manchmal überfordert ist mit seinen Gefühlen oder überfordert ist, Alltagssituationen richtig zu deuten oder Alltagssituationen verarbeiten zu können. Und ich habe zum Beispiel im Rahmen meiner HeilpraktikerInnen-Ausbildung gelernt, dass DBT zum Beispiel sehr wirksam ist bei Borderline. Also das ist quasi so das, was empfohlen wird, wenn man Borderline hat. Ja, also bei uns haben fast alle PatientInnen die Zusatzdiagnose oder eben noch eine Nebendiagnose Borderline. Ne? Also die PTBS ist in meinem Team. Wir haben zwei Teams. Einmal gibt es das Trauma-Team und einmal das Team Borderline-Team, die einfach nur die Standard-DBT machen. Und bei uns ist es eben DBT plus PTBS-Therapie in unserem. Das ist eine Patientengruppe, die sind auch nicht groß gespalten, aber im Prinzip gibt es schon die Unterteilung in diese zwei Teams, weil eben in dem einen Team nochmal ein paar andere Sachen geteacht werden. Ne? Mhm. Also in der PTBS-Arbeit geht es auch viel um Unterscheidungstraining und viel um die Vergangenheit vom Hier und Jetzt zu differenzieren und sowas. Deswegen gibt es da so einen Unterschied. Aber die DBT ist für beide meiner Meinung nach perfekt geeignet. Ich bin, wie gesagt, nicht der Ultra-Fachmann. Ich habe jetzt keine 10 Jahre Klinikerfahrungen oder Erfahrungen in der psychiatrischen Arbeit. Aber das, was ich dort erfahren habe, finde ich gut. Deswegen bin ich dort auch geblieben und arbeite dort sau gerne, weil ich da dahinter stehen kann und davon überzeugt bin, wenn man bereit ist, was zu verändern. Also ich glaube, man muss gar nicht bereit für die Therapie sein oder bereit für den PED oder bereit für die Station, sondern man muss einfach wirklich bereit sein, was verändern zu wollen. Und wenn man macht in seinem Alltag im Moment nicht weiterkommt oder merkt, das ist eigentlich nicht das, wo ich hin will, dann gibt es eben die Option, das zu akzeptieren oder was zu verändern. Und wenn man bereit ist, was zu verändern, dann macht die DBT oder so dieses Konzept, das wir haben, extrem viel Sinn. Cool. Ich finde es total spannend und super gut, dass ihr wirklich das Konzept habt, ne, Borderline und PTBS zusammen zu behandeln, weil es ist ja nun mal oft
hängt es ja auch zusammen. Ne? Also nicht umsonst sagt man ja auch, dass bei Borderline oft ein Trauma dahinter liegt. Und wenn ein Trauma so krass dahinter liegt, dass es eine Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt, dann ist da logischerweise mit hoher Wahrscheinlichkeit eine PTBS. Ich höre leider von vielen meiner KlientInnen und auch von Podcast-Gästen, dass sie quasi dann zum Beispiel, wenn sie eine Borderline oder PTBS hatten, dass sie eben nur wegen des einen behandelt worden sind und irgendwie das Gefühl hatten, ne, es fühlt sich nicht so ganz an, da fehlt was. Ja, ganz, also was ich auch, was oft die Erfahrung ist, ist, dass Leute erstmal die Standard-DBT machen, vielleicht auch zur PTBS-Therapie kommen und dann merken, oh, ich schaff's noch nicht. Also entweder komme ich vielleicht mit meinem Therapeuten-Bezugspflegeteam gerade nicht so klar oder ich selbst merke, ich bin noch nicht so weit, weil 12 Wochen halt auch knapp sind, ne? Wenn man dann irgendwie in Woche 3, 4 merkt, Mist, ich bin noch nicht so richtig ins Arbeiten gekommen, dann kann es auch sein, dass man einfach das Team switcht, dass man einfach sagt, okay, ich gehe in die Standard-DBT, mache erstmal das, plan aber mit meinem Therapeuten schon mal einen zweiten Aufenthalt, wo ich dann mein Trauma bearbeite. Ja. Oder dass man eben eine Standard-DBT macht und am Ende sagt, okay, ich merke, ich möchte es hier machen, ne? Also haben wir ganz oft, dass einfach Leute sagen, okay, das Team, so wie es hier läuft und so, das finde ich gut und hier kann ich mir vorstellen, mein Trauma zu bearbeiten, ne? Dass ich vielleicht noch nie erzählt habe oder dass ich vielleicht weiß, dass ich es habe, aber eben eigentlich erstmal das noch nicht bearbeiten wollte, aber innerhalb der Therapie, weil auch in der Standard-DBT geht es viel um Gefühle, um Gefühlsexpositionen und wenn man irgendwie eine ganz schwere Situation aus der Vergangenheit hat, die vielleicht auch traumatisch war, dann wird man immer wieder an die irgendwie denken, wenn das mit dem Gefühl zusammenhängt. Ne? Das ist dann halt so ein Trigger, das Gefühl triggert dann irgendwie so die Gedanken. Und dann haben wir ganz oft die Erfahrung gemacht, dass PatientInnen dann ja, sich entschieden haben, nochmal zu kommen, um eben nochmal eine PTBS-Therapie bei uns zu machen. Und die Möglichkeit gibt es eben beidseitig, dass man entweder sagt, ich switch in Team 1 oder ich switch in Team 2, also sowohl zwischen Standard-DBT oder PTBS, switcht man hin und her, um eben zu gucken, was ist für einen das Passende für den Moment auch, bevor man eben einfach sagt, okay, wir brechen das jetzt ab. Ne, dann wird, also eigentlich wird in der Regel immer geguckt, gibt es eine Möglichkeit, dass wir schon mal weiter planen. Ne? Mhm. Ja. Das ist super schön. Also, dass ihr da auch die Möglichkeit bietet, ne? So von wegen, hey, jetzt warst du schon mal hier und dass da jemand einfach nochmal kommen kann, das ist ja Hammer. Ja. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass ihr eine recht lange Warteliste habt. Da hat auch jemand gefragt, wie lang man denn warten muss, bis man so einen Platz auf einer offenen Station wie bei euch annehmen kann. Hast du da Zahlen? Weißt du da ungefähr was zu? Ich müsste raten. Also, ich weiß, dass es schon über 12 Monate sind, teilweise gewesen sind. Aber es war auch so, also wir haben ganz oft halt die Situation, sei es jetzt Corona-bedingt oder sei es therapeutisch bedingt, sei es von der Person selbst bedingt, dass die Therapie aus irgendwelchen Gründen pausiert wird oder abgebrochen wird und irgendwann fortgesetzt wird oder generell abgebrochen wird, ne, weil es einfach irgendwie nicht gepasst hat. Und dann werden halt spontan Plätze frei. Das heißt, wenn man auf dieser Liste ist, wird dann eben diese Liste auch von oben runter eben telefoniert und wer eben dann spontan kann, ne, wenn jetzt zum Beispiel ich nächste Woche Montag jetzt plötzlich fällt jemand aus und da wird noch rumtelefoniert, wer könnte kommen und dann bin ich vielleicht an Position 10, 12 auf dieser Liste, aber ich kann und die anderen können eben nicht, dann habe ich ganz schnell einen Platz, also da macht's, ich glaube, da würde ich einfach nachfragen, ne, da würde ich einfach gucken. Und wenn, ne, selbst wenn man draufsteht, kann man ja immer noch dann sagen, nee, ich habe jetzt was anderes gefunden, es war jetzt irgendwie zu lang. Aber pauschal gibt es da, glaube ich, keine Zahl, die man nennen kann. Man kann ganz schnell da reinkommen. So. Das heißt, was ich da raushöre, ist so ein bisschen die Handlungsempfehlung, sich einfach auf Listen oder auf die Wunschtherapieplätze auf die Liste setzen zu lassen und einfach ja auch mal das Glück entscheiden zu lassen, dass es gar nicht immer so super lang sein muss, ja, sondern genau, dass man auch Glück haben kann, obwohl man weit unten ist, dass man halt, wenn man spontan ist und wenn es einem wichtig ist, dass man da kann. Genau, durch die, also ich weiß nicht, ob man das Bewerbung, ich glaube, die PatientInnen nennen es oft Bewerben, so in der für die Therapie. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch von Fall zu Fall abhängt und guckt, wie akut ist das, wie wichtig, wie schnell kann das gehen. Und ja, wir sind die Kollegin, die das macht, die ist super, super empathisch und passt da, guckt da auch extrem auf Einzelfälle, ne? Dass das halt versucht, es wird immer versucht, alles möglich zu machen, wenn es irgendwie dem Menschen helfen kann. Und deswegen finde ich,
glaube ich, kann man da pauschal keine Aussage treffen. Und da würde ich einfach mit dem ambulanten Therapeuten, den man halt hat, eben schauen, was kannst du da reinschreiben, ne? Wie kann man sich dort gut bewerben und wie kann ich dann vielleicht dort in die kommen, mir die Station mal anschauen. Ja, genau. Mhm. Du hattest vorhin was von Regeln erzählt und gesagt, ihr habt feste Regeln. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Was sind so Regeln bei euch auf Station? Ja, zum Beispiel, dass man eben nur an bestimmten, wenn man über 18 ist, man darf nur rauchen, wenn man über 18 ist. Das eben auch nur wir haben im Hof so einen Raucherpavillon, wo man das machen kann. Und ansonsten eben nicht direkt vor der Tür, sondern eben so ein Stück weiter weg von der Tür. Das ist so eine wichtige Regel für viele. Ansonsten, dass man eben zu den Therapien pünktlich kommen soll. Ne? Es gibt so ein Zeitfenster von so maximal 6 Minuten, das man nicht überschreiten sollte. Und ansonsten geht es auch viel um so allgemeine Regeln, so eher so im Miteinander, ne? Dass man eben nicht über seine Traumatisierung spricht mit Patienten, mit uns schon, mit dem Therapeuten. Natürlich ist das gerne möglich, aber nicht mit Mitpatienten. Nicht über Problemverhalten oder so spricht mit Mitpatienten. Kein Alkohol, keine Drogen während der Therapie. Solche, ich würde jetzt sagen, eher üblichen Dinge. Also es sind jetzt keine krass speziellen Regeln, die wir für uns haben, außer dass man im Zimmer keine scharfen Gegenstände haben kann und so verschiedene Dinge, Gefahrengegenstände einfach. Da kann man, die kann man alle so Rasierer und sowas, ne? Jeder möchte sich mal vielleicht rasieren, den kann man natürlich benutzen, den muss man bei uns einfach in so ein, jeder Patient hat so ein Fach und da kann man dann, wenn man möchte, sich den holen und dann wieder zurückbringen, aber halt nicht auf dem Zimmer haben. Genau. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ihr ja auch viele Borderline-PatientInnen habt. Ja, das hängt nur damit zusammen. Mhm. Ne? Und auch wenn man selbst irgendwie sagt, hey, ich bin da safe, geht es nicht nur um einen selbst, sondern einfach auch um Mitpatienten und um so ein allgemeines Ding einfach. Und wie gesagt, man kann sich alles jederzeit bei uns abholen und nehmen. Das ist ja wie eine offene Station. Das sind so die Regeln. Und wir haben halt... Die sind auch einfach, wir haben auch Patienten eben, die U18 sind und gerade für die ist es nochmal so ein bisschen Führung manchmal wichtiger, so ein bisschen mehr Struktur und deswegen ist auch so super, dass wir so ein multiprofessionelles Team sind. Bei uns arbeiten eben, ich bin ja Heilerziehungspfleger, habe also in meiner Ausbildung echt viel Pädagogik gehabt. Wir haben Erzieher da, Jugend- und Heimerzieher da und halt viele Gesundheits- und Krankenpfleger, die auch super wichtig sind. Und das gibt einem halt viele Möglichkeiten. Auch durch die Pädagogik können wir halt diese Gruppendynamik oft irgendwie dann auffangen, weil es sind halt alles, es ist oft sehr schwierig, muss man sagen. Es sind alles Menschen, die eine Emotionsregulationsstörung in irgendeiner Form haben. Und wenn die auf einem Haufen sozusagen alle gebündelt mit 24 Leuten in so einer Station sind, dann stachelt man sich oft gegenseitig an. Ne? Das heißt, mir geht's schlecht. Dann stecke ich mit meiner Laune ganz schnell mal meinen Nachbarn an und dann macht es schnell die Runde und dann ist irgendwie ja emotionales Chaos. Nicht unbedingt Chaos, aber vielleicht emotionales Chaos. Und da helfen uns dieses multiprofessionelle Team, Leute hat, die eben eine gute und große pädagogische Ausbildung noch dazu haben. Ne? Und wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viel über Borderline gesprochen, aber noch gar nicht, also ne, wir haben es gerade sehr selbstverständlich genommen, wir sind beide vom Fach, aber ich würde einfach gerne noch ein paar Worte zu Borderline verlieren, also dich bitten, da ein bisschen was noch kurz zu erzählen, weil PTBS und das ist für meine HörerInnen recht klar, darum geht es im ganzen Podcast, aber was ist eigentlich Borderline, wie hängt Borderline mit Trauma zusammen? Okay, wie du es vorhin schon gesagt hast, können eben so Situationen, die einen negativ geprägt haben aus der Vergangenheit, können stark dazu beitragen, dass man Schwierigkeiten hat, überhaupt Gefühle zuzulassen. Weil ein Gefühl in der Situation, in der traumatischen Situation, sprechen wir ganz oft auch von Ohnmacht oder von Hilflosigkeit. Also zumindest ist das, was ich von den PatientInnen oft höre. Dass wir davon sprechen und dass man eben dann dazu neigt, eher gar keine Gefühle mehr zuzulassen oder sofort, wenn ein Gefühl kommt, extrem überfordert ist und direkt abdriftet aus dem Hier und Jetzt. Und die Borderline-Therapie oder die DBT-Therapie soll eben auch dazu dienen,
es wieder zu schaffen, Gefühle zuzulassen und Gefühle auch anzunehmen, auch alte Gefühle nochmal aufzuarbeiten in der Traumatherapie, indem man eben lernt, ich schaffe es damit umzugehen, weil man lässt die ja nicht mehr zu, weil man Sorge hat, ich komme wieder in dieses Ohnmachtsgefühl oder in diese komplette Hilflosigkeit, in der ich vielleicht schon mal war. Und diese Angst zu nehmen, ist ein langer Prozess, ne? In der Traumatherapie, dass man eben in der Traumatherapie ist es so, dass man Expositionen macht und man versucht eben die Situation wirklich nochmal aufzuarbeiten, mit dem Einzeltherapeuten, natürlich jetzt nicht in irgendeiner Gruppe oder so, das passiert dann schon im 1-zu-1-Kontakt und intensiv nochmal die Gefühle auch von damals wirklich zu aktivieren und hochzuholen, um dann eben zu lernen, es gibt Strategien, wie ich es schaffe, das in den Griff zu kriegen. Das heißt, egal welcher Trigger mich in meinem Leben irgendwie in mein Traumanetzwerk zurückschmeißt, manchmal sind es ja laute Geräusche oder bestimmte Personen oder so, ich werde es schaffen, da wieder nicht in diesen Film von damals zu kommen, sondern ich werde es schaffen, das Gefühl vielleicht sogar für mich selbst benennen zu können und abschwächen zu können. Und ja, das ist so, glaube ich, ein bisschen das, wo ich jetzt sagen wäre so meine Antwort auf die Frage. Ansonsten fällt es mir schwer, gerade eine bessere oder eine andere Antwort drauf zu finden. Ja, passt voll gut. So, das war's mit der ersten Folge mit Jan. Ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können. Für mich ist es super, super spannend gewesen, da einfach nochmal so einen ja hautnahen Einblick in seine Arbeit, in die Arbeit auf der Traumastation in einer psychiatrischen Klinik zu bekommen. Im zweiten Teil kannst du dich auf noch mehr Fragen aus der Community freuen. Unter anderem wird Jan noch viel mehr darüber erzählen, was eigentlich die DBT ist, also die dialektisch-behaviorale Therapie. Ein sehr schwieriges Wort, deswegen lassen wir uns bei DBT. Was es eigentlich genau ist, ob eine PDBS heilbar ist und noch viel mehr eurer Fragen. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle 2 Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.